Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Namaste, Freunde. Heute mal wieder mit spannenden Themen. Es geht um Meditation, meine drei Lieblingsmeditationsmethoden und was sagt eigentlich die Wissenschaft zur Meditation? Bitte? Meditation. Das ist doch nur was für Esoteriker und Hippies. Nichts für die Wissenschaft. Oder etwa doch? Schön, dass ihr dran geblieben seid. Die Wissenschaft. Ich möchte allerdings anfangen mit drei Fakten zum Meditieren, was ihr auf jeden Fall wissen solltet. Und zwar Nummer 1, jeder kann meditieren, jeder ist zum Meditieren geeignet und es hat auch keinerlei Nachteile für dich, wenn du das Meditieren beginnst. Das nächste ist, du kannst quasi überall meditieren. Du brauchst dazu kein Equipment, du suchst dir einfach einen schönen Platz. Heute ist ein bisschen windig, entschuldigt. Setz dich hin und beginnst. Und dann noch zu guter Letzt, es gibt die verschiedensten Arten der Meditation. Drei meiner Lieblingsmeditationsmethoden möchte ich euch heute vorstellen. Aber vielleicht hast du dich auch schon mal in einem meditativen Zustand befunden, ohne es zu wissen. Manchmal passiert es, wenn wir vollkommen im Moment sind, wenn wir beim Sport sind, wenn wir beim Zeichnen sind, unserem Hobby nachgehen, wenn wir unseren Kopf ausschalten, wenn wir wirklich präsent sind. Im Hier und Jetzt sind. Das sind die Momente, die einem meditativen Zustand gleichen. Zuvor gehe ich noch ganz kurz darauf ein, was Meditation eigentlich bewirken kann, wozu sie gut ist. Und zwar hilft es, erstmal unseren Verstand wieder zu sortieren, die Gedanken zu sortieren, nicht mehr ständig mit den Gedanken abzuschweifen, wirklich wieder fokussiert bei sich und in seiner Mitte zu sein. Da gibt es ein ganz gutes Beispiel. Das Monkey Mind, falls ihr davon schon mal gehört habt. Stellt euch einfach vor, ihr sitzt an einer Autobahnbrücke oder steht auf einer Autobahnbrücke, beobachtet die Autobahn in der Abenddämmerung. Ihr seht die Lichter vorbeifetzen. Und jetzt stellt euch vor, all die roten Lichter, die in eine Richtung sausen, sind eure Gedanken. Und was passiert ist, ihr fokussiert ständig jedes einzelne Licht, das abgeht. Und ihr wisst schon gar nicht mehr, wo oben, wo unten. Und Meditation hilft uns einfach, das Ganze ein bisschen zu sortieren. Wir können uns wieder fokussieren. Wir nehmen die Lichter, die vorbeirasen, zwar wahr, aber unsere Aufmerksamkeit liegt nicht mehr auf jeden der Einzelnen, sondern die ziehen vorbei. Wie Wolken. Lassen wir sie schön vorbeiziehen. Und wenn du mir nicht glaubst, was ich sage, kleines Selbstexperiment zum Monkey Mind. Versuch doch einfach mal, deine Gedanken für 3 Minuten zu stoppen. Oder sagen wir 1 Minute. Setz dich einfach mal hin und versuch nicht zu denken. Wenn es nicht klappt, dann hast auch du, mein Freund, ein Monkey Mind. Und dabei ist die Fähigkeit, mit seinen Gedanken fokussiert zu bleiben, für uns in unserem Leben essentiell. Meditation ist da wirklich ein toller Schlüssel und Begleiter, der uns hilft, das Ganze zu fokussieren, uns zu fokussieren, wieder in unsere eigene Mitte zu finden und vor allem dieses Geblabber in unserem ständig rumklammernden Monkey Mind, rumklammern, Klammeraffe, der von einem Ast zum anderen schwingt, so auch unsere Gedanken. Und ja, Ziel der Meditation sollte eigentlich sein, unseren rationalen Verstand und unser Ego abzuschalten, damit da einfach eine andere Ansicht mal in uns wieder vorherrscht, damit wir über den Tellerrand blicken können, damit wir unseren Horizont erweitern können. Zusammengefasst einfach nochmal kurz für euch, für wen ist Meditation? Für jeden, der ein Monkey Mind hat, für jeden, der negativ über sich oder andere urteilt, für jeden, der ja, sich aus der Balance geraten fühlt, für jeden, der in der Vergangenheit lebt, eigentlich für uns alle. So, jetzt kommen wir aber endlich auch zu meinen 3 Lieblingsmeditationsmethoden. Nummer 1, die Achtsamkeitsmeditation. Eine ziemlich einfache Meditation. Wir setzen uns und beobachten unsere Gedanken. Einfach nur beobachten. Nicht urteilen, nicht dran hängen bleiben. Ist auch gar nicht schlimm, wenn es passiert. Einfach wieder zurück in den Zustand des Beobachters. Und ihr könnt eure Gedanken beobachten. Ihr könnt euren Atem beobachten. Ein sogenannter Ankerpunkt. Mega einfach. Falls es euch interessiert, schaut da mal nach. Achtsamkeitsmeditation.
Dann gibt es noch die geführte Meditation. Ich selbst mache es mit Audiodateien, die man sich dann runterlädt. Man wird wirklich durch die Meditation geführt. Es gibt immer wieder kurze Momente, in denen man zuhört. Und dann wieder Momente, in denen man sich auf sich fokussiert und der Stille lauscht. Geführte Meditation, auch super zum Einstieg. Kann ich dir nur empfehlen, falls es dich interessiert, falls du mit dem Meditieren beginnen möchtest, kann ich dir auf jeden Fall geführte Meditation zum Start empfehlen. Und die letzte Methode, Methode Nummer 3, meine Lieblingsmeditationsmethode, die transzendentale Meditation. Mahesh Yogi hieß er, glaube ich. Ende der 50er hat er die bekannt gemacht. Und zwar geht es darum, man wiederholt ständig ein Mantra, man kommt gar nicht dazu, an andere Gedanken hängen zu bleiben, weil man eben ständig dieses eine Wort, dieses eine Mantra vor sich her rezitiert. Und dadurch kommt man in einen transzendentalen Zustand. Falls es dich interessiert, was das ist, der Wahnsinn. Ich kann es dir echt nur empfehlen, versuche es auf jeden Fall aus. Beginne vielleicht mit der geführten Meditation, mach dann eine Achtsamkeitsmeditation und dann die transzendale Meditation. Es ist dir allerdings frei, deine Meditation so zu gestalten, wie du das möchtest. Wichtig dabei ist einfach, dass es sich für dich gut anfühlt, dass du dir nicht schwer dabei tust, dass es dir Spaß macht, dass du wirklich merkst, okay, das bringt mir was, meine Gedanken werden ruhiger. Manchmal passiert es auch erst nach 2, 3, 4 Wochen oder Monaten. Deswegen sei da nicht frustriert, wenn nicht gleich sofort irgendwas passiert. Es wird was passieren, gib dem Ganzen Zeit. Und ja, das war es eigentlich schon dazu. Jetzt noch kurz, was die Wissenschaft uns zu erzählen hat. Ist nämlich auch ganz schön interessant, was die Wissenschaft dazu sagt. Stiftung Warentest, Meditation, erhältes Urteil. Sehr gut. Wir haben unter anderem nachgewiesen, positive Wirkungen einer Meditation sind zum Beispiel die Minderung von Angstzuständen, die Stärkung der Konzentration, die Stärkung des Immunsystems, eine verbesserte Wahrnehmung eigener Emotionen, weniger Stressempfinden, innere Ausgeglichenheit, reduzierte negative Gedanken, stärkt das Selbstbewusstsein, man erhält fokussiertere Gedanken und eine Ermutigung zu einem gesünderen Lebensstil. Wir als Wissenschaftler können euch nur empfehlen, fangt an zu meditieren. Das hört sich doch schon mal gar nicht schlecht an. Fazit, jeder ist fürs Meditieren gemacht. Es hat keinerlei schädliche Nebenwirkungen für dich. Es ist gut für Körper, Geist und Seele und es ist nicht nur Hippie-Sache oder die der Esoteriker. Es ist eine professionelle Art, seine Gedanken zu ordnen und auch loszulassen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Falls es euch jetzt interessiert hat und ihr noch mehr von Meditation oder über Meditation wissen möchtet, macht euch da einfach schlau, bleibt auch an dem Kanal hier dran. Immer wieder mal interessante Informationen, auch viel Geblubber, klar, als Blubberphilosoph blubbert man auch viel. Aber, wie gesagt, jeder ist fürs Meditieren gemacht und ich hoffe, auch du findest zum Meditieren. Falls ja, 12. Januar 2020, die große Massenmeditation, schau da auf jeden Fall mal in das ältere Video rein. Ansonsten würde es mich freuen, wenn du einen Kommentar da lässt, wie deine Erfahrungen mit Meditieren sind. Ob du schon Erfahrungen hast, ob du gerade beginnst. Falls ja, welche Erfahrungen hast du bereits gemacht? Lasst mir ein Like da. Abo, drückt die Glocke, damit ihr informiert seid. Nochmal vielen lieben Dank an die Spender, wirklich jeder Euro hilft. Ihr seid der Hammer, damit wächst das Projekt noch schneller. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall wiederhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Haltet die Ohren steif, hab euch lieb und...